Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Planet Explorers. So, wir werden jetzt mal zur Mars-Kolonie fliegen. Eventuell wäre es halt schon, wir werden noch einen kleinen Abstecher zum nach Aluminium machen können. Ich glaube, soweit ich weiß, hatten wir eigentlich gar nicht mehr so viel gesehen in der Gegend. Schon Aluminium-Scan. Weiß gar nicht, ob da. Ich dachte, hier wird gleich irgendwas angezeigt, aber da war nichts. Scan zeigt nichts an, das ist eher schade. Ja, dann machen wir jetzt mal auf den Weg. Oder mal hier Aluminium. Ich weiß gar nicht, irgendwo gab es eigentlich Aluminium. War das nicht hier? Oder war das Kupfer, Silber? Silber gab es hier. Ja, das ist genau das, was wir eigentlich nicht brauchen wollten. Nun gut, dann machen wir uns mal gezielt auf den Weg. Wir können eigentlich einen Bach lang fließen. Ich hoffe, wir fallen nicht ins Wasser, wenn wir dann jetzt lang fliegen. Nennenswert hoch fliegen wir jedenfalls hier nicht. Irgendwie, also im Wald oben zu wirken, ganz besonders, finde ich. Guck mal, was ein kleiner Scan. Kann ich vielleicht doch noch irgendwas finden? Waffen funktionieren jedenfalls noch ganz gut, würde ich sagen. Ja, von dem kann man, glaube ich, auch nichts mehr. Ja. Gut, warum ist mal kurz der kleine Test. Und wir fliegen mal weiter. Da ist man auch, glaube ich, relativ sicher vor eventuell lästigen Tierchen. Ist das uns bekannt? Ja, das ist uns bekannte Dorf. Ist noch jemand einwohnermäßig drin? Ist das noch leer, oder? Ja, ist noch leer. Nein, es ist nicht leer. Hat er sich doch wieder einer zurück gefunden? Ist das der einzige? Meint das noch einer? Da war einer. Noch einer. Haben wir das jetzt? Das, solange wir das angreifen, mag ich die nicht. Mal schauen, was haben wir dabei? Weil wir haben mal einen netten Loot dabei. Nehmen wir ja auch gleich noch mit. Ich glaube, Eisen hatten die gehabt. Oh, da ist auch noch einer. Das ist jedenfalls kein Problem. Das wollen wir auch gar nicht groß ausprobieren. Wir wollten eigentlich primär mal schauen, ob es hier was gibt. Ich glaube nämlich nicht. Und dann fliegen wir auch schon weiter. Entschuldigung für die kurze Unterbrechung eurer Tätigkeiten, Jungs. Was? Ja, Sie können es nicht glauben, dass Sie sich geteilt haben. Skywarner weiß genau, was ist und er muss es antworten müssen. Ja, ja, genau. So ist das nämlich. Die müssen ihr Zeug wissen. Da gibt es ein großes Höhlensystem.
für sowas bekannt auf der Karte. Oh. Wir sollten mal in den Weg. Und dann, wir müssen nicht darüber. Bisschen höher bitte. Bisschen höher. Durch das große Geschütz ist das ganz so schwer. Wir müssen, glaube ich, so grob zu dem am rechtesten. Unser Not beschießen wir einfach die Marsianer, bis sie sich mit uns einlassen. Nein, natürlich nicht. Hier sind wir drauf. Und eigentlich müssen wir auf dem Landeplatz da landen, ne? Aber nee. Versuchen wir lieber gar nicht erst. Ja, das kriegen wir, glaube ich, eh nicht gebacken. Ein schönes Landeboot wäre cool. Wir werden. Wir sollen dort oben und vorn landen. Aber wir gehen. Irgendwo hier nieder. Das heißt, wenn er heute mal nach unten kommt. So, jetzt aber. Wäre cool, wenn du jetzt langsam nach unten gehst. Danke. Und bevor die uns das Ding abnehmen, nehmen wir es wieder mit. So, wir sollen hier in die Richtung ungefähr gehen. Und mit Kenny, Helen, Vera. Ah. Das haben die echt schnell gebaut. Die müssen eine von diesen Fabrikreplikatoren haben. Show. Die haben sogar einen Exoskipper. Ich glaube, das ist das Ding. Halt, Erdlinge. Nee, Helen. Halt, Erdlinge. Was wollt ihr? Wir wollen euch ausrauben. Was zum Teufel? Brauchen wir eure Erlaubnis, um hierher zu kommen? Woher wissen wir, dass ihr nicht da seid, um uns zu verarschen, dass uns die Aliens bekommen? Ja, das ist nämlich genau der Grund, weswegen wir eigentlich da sind. Wir wollen die Aliens auf euch setzen, damit wir euren Skyskipper bekommen. Mit den extrem kleinen Fensterchen da oben. Logisch, oder? Was geht hier ab? Das war dann da. So, wir haben einen Haufen Erdlinge gefunden, gefangen, als sie hier herumgeschlichen sind. Junge, wir sind neben dir gelandet. Mensch, Jungs, ihr klingt ja, als werden wir hier unter Attacke oder werden wir angegriffen. Bleibt mal ruhig. Vera, Don, ich freue mich, euch zu sehen. Warum? Ihr seid doch nicht die ganze Zeit durch die Gegend hier gelaufen, durch den Wald getrampt. Richtig? Na da, ja, wir haben euren Skyrunner gesehen. Oder so. Ist eine gute Ausrede zumindest. Fight the final boss? Sie ist in einer üblichen Laune, aber egal, folgt mir. Danke. Manchmal ist es direkt übersetzen, ist manchmal ein bisschen lästig. Ach, apropos, haben die eigentlich. Nee. Governor! Governor! Miss Novikova. Schön, Sie zu sehen. Und auch noch am Leben. Ja, wir kommen aus einem anderen Überlebendencamp, das was zufälligerweise fast nur aus Leuten von der Erde besteht. Und ihr solltet wissen, dass wir dort sind. Können wir ein bisschen. Hoppala, hat es mich gerade gebrustet. Hab ich doch vorhin ein bisschen viel Limo getrunken. Ja, wir dürfen ein bisschen näher ran, da macht es ein bisschen mehr Sinn, mit dir zu reden. Nika. Nikita Khrushchev, nein. Nika. Warum sind wir hier, auch wenn die Regierung wusste, dass es Einheimische gibt?
Ah, du hast also die Michelson gefunden. Das ist überraschend. Jetzt sag uns endlich die Wahrheit. Okay, da gibt es keinen Grund, die Fakten länger zu verstecken. Weißt du, wir haben. Du weißt, wie wir in der im Sol-System gekämpft haben. Der Wahn war zerstörend für alle von uns. Der schlimmste Teil war Popular Demagogism was happening over the Netz. Also was und die Vorurteile zwischen den Leuten und much more und viel mehr. Also war viel schlimmer als zu irgendeiner Zeit vorher in der Geschichte der Menschheit. Die mehr rationalen Teile der Regierung haben versucht, eine Brücke zwischen den zwei Planeten zu bauen. Also eine virtuelle, also imaginäre, eine wirkliche Brücke. Aber das ist ein langer, dauernder Prozess. Und dann ist uns Epsilon Indy direkt in unseren Schoß gefallen und da waren wir. Ich verstehe es gerade noch nicht. Ist das eine Art von Friedensmission, die uns zu Märtyrern machen soll, dass die Leute zu Hause sich gut fühlen können? Unsere Mission hier ist zu überleben und zusammen zu überleben. Wir haben von den Aliens auf diesem Planeten gewusst. Ja, wir haben gewusst. Dass sich die Menschheit darauf fokussieren kann und dadurch die untereinander sich einigt und die Animositäten gegen eine dritte Party richtet. Und dann, wenn wir uns vereinigen, dann kann sich unsere Rasse kann sich retten. So, wir waren. Sollten wir hierher geschickt werden, um zu sterben? War das abstürzende Schiff auch ein Teil von eurem Plan? Zum Teufel, ich kann nicht glauben, dass ihr uns das einfach ins Gesicht gelogen habt. Beruhig dich, Vera. Ja, sehr schön. Okay, wo ist Nika? Da. Wir versuchen mal damit so auf die Art und Weise. It's okay, Captain Fitzroy hat uns informiert, dass uns irgendwas getroffen hat, bevor wir die Kommunikation verloren haben. Und ich glaube nicht, dass uns irgendjemand noch zugehört hat. Was? Also, ich habe nicht mehr gewusst. Und hör zu. Wir sind nicht hier für Märtyrertum. Die Aliens auf dem Planeten sind primitiv. Und wir müssen einen Weg finden, um damit zu leben und zusammenzuarbeiten. Wo ist denn die Werder? Da hinten ist die Werder. Oh, also, anstatt uns selber zu töten, also andere Menschen zu töten, killen wir andere Aliens. Cool. Meine Güte, das ist ja ein Tauchentext. Komm, beruhig dich, Vera. Und mit allem Respekt, Gouverneur, ich glaube nicht, dass das so einfach ist. Die sind schwer bewaffnet und wie uns sind viel mehr. Ich bin sehr pessimistisch, was unseren E-Mails Outlook angeht. Was unsere Chancen angeht. So. Habt ihr gewusst, dass die riesige Roboter haben? Mit Lasern und so Zeug? Aha. Yep, haben wir gewusst. Tatsächlich hatten wir ein ziemlich genaues Bild von dem, was uns auf diesem Planeten erwarten wird. Na klar. In der Cliff Note Version ist es. Ein globaler Krieg und die Zivilisation hat sich zurückentwickelt zu einem mehr rudimentären Zustand. Der Status konnte nicht besser für die. Was? Nee, better for the narrative. So, dann kann nicht besser sein, als wie wir. Könnten wir uns nicht besser wünschen. Und warum habt ihr uns das von uns versteckt, als wir. Wo unseren Leuten zu Hause versteckt. Was macht das für einen Sinn? Ist
unser Ziel nicht ein gemeinsamen Gegner zu geben. Und wieder hierher. Hast du dich erinnert, wie es in den mit der 80-Tage-Krieg losgegangen ist? Als die Missionsdaten reingekommen sind in den 59ern, war die Haltung, dass es immer noch war immer noch ziemlich Kriegshaltung, Kriegsgedanken. Wir hatten Angst, dass es sich die Regierungen nur auf den Krieg woanders hin verlagern, also in ihrem militärischen Komplex und so weiter. Und wir haben gar Angst gehabt, dass anstatt eine Kolonieschiffen gesendet werden, wir mit Kriegsschiffen von beiden Planeten in hier landen würden. Versuch's mal aus unserer Perspektive zu sehen. Hättet ihr es nicht wenigstens versuchen können? Irgendwie so ein bisschen was ins Netz zu leaken oder so? Mhm. Sup. Hier rüber wieder. Tja. Und was macht es für einen Sinn, das geheim zu halten vor den Kolonisten? Wir sollten es wissen, für was wir uns eingetragen haben. Wir riskieren immer nie unser Leben. Wir wollten da niemanden bevorteilen oder sowas. Wir hätten vielleicht vorsichtiger sein sollen. Puh, keine Ahnung. Aber letztendlich sind wir hier anstatt eine Flotte von Zerstörern. Rüpp, hier rüber wieder. Warum mache ich immer Rüpp, wenn ich das Ding drehe? Ich verstehe es nicht. Mit allem Respekt, Ma'am. Das wird nicht reichen. Ich hab's nicht gemacht. Rüpp. Commander. Wenn Sie mich einen Idioten nennen wollen, dann sollten alle ein bisschen mehr respektvoll sein. Don't all of a sudden be respectful. Okay. So. Warum haben wir dann zwei getrennte Camps, wenn wir eh zusammenarbeiten sollen? Das kann ich beantworten. Der Huing Sung Yang Rong. Ach ja, zuvor. Dann ist er vor mich hingesprungen. Das kann ich beantworten, Erdling. Es hat einfach die Mehrheit von uns dagegen gestimmt, zusammen mit euch eingesperrt zu sein. Oder Gouverneur? Es war ein sehr idealistischer Traum, solange wie er gehalten hat. Du. Ich hab dich immer für. Ich hab's immer dafür gehalten, dass du deine Fahne in den Wind hängst, aber ich hab nicht gedacht, dass du ein. Dass du mich von hinten sinnlos erstichst, oder so ähnlich, also halt im übertragenen Sinne. Oh, contraire, Madame. Ich habe uns alle einen Gefallen getan. Was geht denn hier vor? Das hat dich nicht zu interessieren, Erdling. Wenn du nichts hier mehr zu suchen hast, kannst du wieder gehen. Oder Gouverneur? Ich habe mit ihm noch zu tun, also lass uns. Ich bin immer noch die Verantwortliche hier. Ja, wie Sie wünschen, Madame. Komm, lass, mach deine Sachen mit der Gouverneur. So, okay, was soll das? Da hat sie wohl jemand reingelegt. Ist er nicht ihr Assistent? Er war es. Turns out he actually in the pocket. So. Aber offensichtlich ist er einer von der Militärverwaltung, von der marsianischen Militärangehöriger. Ich war unvorsichtig. Er hat alles an sie weitergegeben. Und da scheint nun eine Flotte zu kommen. Ziemlich bald. Ich bin. Es tut mir wirklich leid, wie sich das entwickelt hat. Mrs. Novikova.
Ich glaube, das ist die Vera. Wir hatten wirklich nur die besten Absichten. Zumindest einige von uns. Ja, besten Absichten ist manchmal nicht genug. Also warum haust du nicht einfach in den Knast rein? Das ist vielleicht das, was die Erdlinge tun würden, aber die Gesellschaft der Marsianer ist ein bisschen mehr demokratisch in diese Richtung. Demokratisch genug, um eine Flotte zu entsenden? Wie? Da kommt eine marsianische Flotte? Als sie gewählt haben, hat Mr. Young gesagt, dass sehr bald eine marsianische Schiffe hier sein werden. Und deshalb hat er die Leute dazu gekriegt, ihn zu wählen. Könnte er bluffen? Da glaube ich nicht. Er scheint wirklich die Wahrheit zu sagen. Und wenn ich die Flotte kommentieren würde, würde ich ein paar Jährchen warten, nachdem die Kolonieschiffe losgeflogen sind und dann die Schiffe in zufällige Richtung davon schicken, um die Erde nicht neugierig zu machen. Und da die militärischen Schiffe schneller reisen können, werden sie uns einholen können. Warte, warte, warte. Trifft das nur uns oder alle kolonialen Planeten? Wollt ihr Rot heute wirklich die Sterne da ergreifen? Kein Grund zu beleidigen, Mrs. Novikova. Wir werden uns schon was überlegen. Wir sind hergekommen als menschliche Rasse und wir werden es das auch halten. Ich weiß nicht, wie es in Ceti und Eridani ist. Rayong hat es nicht gesagt. Und warum macht das Mars-Regierung das eigentlich mal so als Zwischenfrage? Und ich glaube, die Frage werden wir in der nächsten Folge beantworten, weil mein Mund ist langsam trocken und fusselig. Aber jetzt mal kurz zusammengefasst. Also die haben schon gewusst, was sie hier finden, zumindest ein paar, auch sie hat es gewusst. Haben es aber nicht gesagt, weil sie dann gehofft haben, dass sich die Menschheit vereinigt, wenn sie hier einen gemeinsamen Gegner finden. Und da haben die anderen aber, die Militärregierung hat es aber dann irgendwie erfahren. Und hatte jetzt schickt Militärschiffe hinterher, um den Planeten einzunehmen und die Erdlinge von zu vertreiben, dass das halt den Marsianern gehört und wieder ein bisschen Krieg anzuzetteln. Also das ist ja wohl ein bisschen unfair, oder? Na gut. Dann schauen wir mal, wie das weitergeht in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich Tschüss.